Die Ökomaß-Jeans-Hersteller Gebrüder Stitch starten nach einer Insolvenz neu durch. Ich glaube, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um zu investieren. Es wurden viele Fehler bereits in der Vergangenheit gemacht und gleichzeitig ist aber in dieser Zeit ein Produkt entstanden, das besser ist als jemals zuvor. Und wir haben außerdem noch eine Erweiterung der Produktlinie dabei. In der Vergangenheit hat Gebrüder Stitch ausschließlich Maßjeans offline am eigenen Standort angeboten. In Zukunft werden wir auch Stangenjeans anbieten, die der Kunde entweder direkt bei uns im Webshop oder auch bei ausgewählten Handelspartnern kaufen wird können. Zusätzlich gibt es ein einfaches Halbmaßprodukt, bei dem sich der Kunde zu Hause selber vermisst und das man übers Internet bestellen kann. Also ich glaube, dass das aktuell eine extrem gute Chance ist, sich bei Gebrüder Stitch zu beteiligen. Man hat irrsinnig viel Substanz. Also es gibt die Marke, es gibt da, rundherum braucht man ein schauendes Hosenlabor, es gibt ein Team. In der österreichischen Gesamtbevölkerung ist die gestützte Bekanntheit bei 20%, in der deutschen Gesamtbevölkerung bei 18%. Also das sind schon ganz erstaunliche Werte. Für gewöhnlich gehen da zweistellige Millionenbeträge in Marketing und Werbung, um so eine Markenbekanntheit aufzubauen. Das eine ist, ich finde das Unternehmen und die Idee cool. Das zweite ist, dass es im Bereich der Nachhaltigkeit ist, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe für große Familienunternehmen in Deutschland Finanzvorstand gemacht und war dann Finanzvorstand eines amerikanischen börsennotierten Unternehmens. Und das habe ich natürlich mein Handwerk in diesen Großkonzernen gelernt und das bringe ich in Gebrüder Stitch ein. Wir haben aber jetzt eben auch ein Standardprodukt, das wir voll eigenständig entwickelt haben. Auch dafür sind unsere Schnitte in Anwendung. Und da kommt jetzt Conda ins Spiel. Wir brauchen eure Kohle, um diese beiden wesentlichen Produkte in die Serienreife zu führen und dann gemeinsam auch den kommerziellen Erfolg einzufahren. Ich heiße Sardar, ich komme aus Syrien. Ich bin seit 5 Jahren in Österreich. Ich habe hier in Österreich Deutsch gelernt. 13 Jahre habe ich in Damaskus gearbeitet. Als Schneider auch eine Jeans-Firma habe ich gearbeitet. Und hier, ich arbeite auch als meinen Beruf sehr gerne.